Was ist eine gute Schule? Wie gut ist die Qualität von Unterricht? Diese Fragen stehen seit Jahren im Fokus der Bildungspolitik. Ein guter Unterricht macht für mich aus, dass der Lehrer etwas von seinem Fach versteht und demnach auch gut erklären und beibringen kann, damit es verständlich ist. Er sollte Gerechtigkeit haben, damit kein Schüler bevorzugt wird. Also ich finde es gut, dass wir nicht so stumpfen Unterricht machen, dass die Lehrer was sagen, die Schüler müssen zuhören, sondern dass man auch mal so Projekte macht oder dass man sich etwas selbst erarbeiten muss, dass man eigentlich nicht immer nur abschreibt, was die Lehrer zum Beispiel an die Tafel schreiben. Also als erstes, wenn ich daran denke, was eine gute Lehrerin so ausmacht, dann ist es auf jeden Fall wichtig, eine ganz positive Grundeinstellung zum Lehrberuf und zu Schülern zu haben. Und ich glaube, auch wichtig ist auch dann Begeisterungsfähigkeit, weil man ja irgendwie junge Menschen auf so einem ganz wichtigen Lebensabschnitt begleitet und ihnen irgendwas mitgeben will. Und dafür muss man sich auch selbst begeistern können dafür. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man, weil man ja mit sehr vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet, dass man irgendwie mit so einer sehr heterogenen Schülerinnenschaft irgendwie gerne zusammenarbeitet. Ich glaube, gute Lehrkräfte macht vor allem aus, dass sie den Fokus entsprechend setzen. Damit meine ich, dass sie immer schauen, was bringt es den Schüler, Schülerinnen und nicht sozusagen in ihrer eigenen Position verhaftet bleiben. Ich glaube, die Uni trägt viel dazu bei, dass wir unser zukünftiges Berufswelt selber so erforschen. Also was gibt es für wissenschaftliche Methoden und wie können wir das anwenden, wenn wir dazu Fragen an unser späteres Berufsfeld stellen? Also welche Bildungsmöglichkeiten sind denn eigentlich für Schüler da? Und da ist man vor allem erstmal auf einer bildungstheoretischen Ebene, kann da aber auch über die Bildungsforschung sozusagen interessante Erkenntnisse für sich selbst auch gewinnen, um diesen Begriff Bildung erstmal ein bisschen klarer zu bekommen. Ja. Irgendwann sind wir Bildungsexperten und das sollten wir sein, wenn wir aus der Uni kommen. Mit dem Bund-Länder-Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung soll bereits die Ausbildung von Lehrkräften an den Hochschulen verbessert werden. Aus dem Programm werden Hochschulen gefördert, die nachweisen können, wie sie die Qualität ihrer Lehramtsausbildung verbessern wollen. So auch die Universität Bremen mit ihrem Projekt Schnittstellen gestalten. Die qualitätsoffensive Lehrerbildung ist extrem wichtig für die Lehrerbildung an einer Universität, weil sie das erste Mal die Lehrerbildung wirklich heraushebt. Das Gute an der Qualitätsoffensive ist, dass sie so breit ausgefächert ist über so viele Fachbereiche, dass so viele mit einzelnen Projekten beteiligt sind, diese Projekte aber miteinander auch tatsächlich verzahnt sind, sodass eine große Diskussionskultur innerhalb der Universität entstanden ist, wie wir Lehrerbildung weiterentwickeln. Die Förderung durch den Bund hat insgesamt sowohl beim Qualitätspakt Lehre wie auch bei der Qualitätsoffensive dazu beigetragen, dass Lehre viel, viel stärker ins Sichtfeld der Beteiligten in dieser Universität gelangt ist. Es geht nicht mehr nur noch um Forschung, sondern es geht auch gleichberechtigt darum, wie machen wir eigentlich Lehre? Was für eine Bedeutung hat Lehre? Wie sollte Lehre denn ausgerichtet sein? Im Bremer Projekt haben wir für den Standort Bremen Schnittstellen, das heißt zentrale Stellen, an denen die Lehrerbildung ausgestaltet werden kann und muss aus unserer Sicht identifiziert. Und diese Schnittstellen bearbeiten wir. Die erste Schnittstelle geht davon aus, dass wir immer wieder und über lange Jahre von Studierenden erfahren haben, dass sie ihr Studium, das aus vielen Teilbereichen besteht, als fragmentiert erleben. Das heißt, eine Vielzahl von Disziplinen ist beteiligt an einem Lehramtsstudium. Die zweite Schnittstelle ist die zwischen Theorie und Praxis. Das ist in einem Feld wie der Lehrerbildung, das ja ein Studium auf eine klare Berufspraxis hin, auf ein klares Berufsbild hin darstellt, sehr zentral, dass man Theorie und Praxis aufeinander abstimmt und so gestaltet, dass sie sich gegenseitig nach Möglichkeit in den verschiedenen Phasen der Ausbildung befruchten. Eine dritte Stelle, die wir identifiziert haben, ist die der Digitalisierung. Bildung in der digitalen Welt ist eine zentrale Aufgabe für Lernende an Schulen. Das heißt, Bildung in der digitalen Welt ist eine weitere Schnittstelle, die wir versuchen, in den Teilprojekten der Qualitätsoffensive Lehrerbildung in Bremen zu bearbeiten. Eine Besonderheit des Bremer Projekts ist, dass wir über diese strukturelle Verknüpfung der Schnittstellen hinweg uns auch inhaltlich an einem gemeinsamen Leitbild orientieren. Das ist das Leitbild des Reflective Practitioner. Das Leitbild reflektierter Praktiker bzw. reflektierte Praktikerin bedeutet, Lehrkräfte sind in der Lage, im Unterricht das eigene Handeln zu überdenken
und können dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden zurückgreifen. Also das Bremer Konstrukt ist ein sechsteiliges mit 5 Teilprojekten und einem Kooperationsprojekt. Unser Projekt heißt FIT, Forschungswerkstatt integriert, und das teilt sich in 2 Bereiche auf. Einmal den Bereich des BOOC, Blended Open Online Courses, wo wir den Studierenden Forschungstool digital zur Verfügung stellen, um Methoden und Methodologien sich zu erarbeiten. Und einmal das Teilprojekt INFAS, Institutionen entwickeln phasenübergreifend Kompetenzen. Blended Open Online Courses möchte den Studierenden digital die Fähigkeiten vermitteln und Instrumente bereitstellen, dass sie neben dem, was sie jetzt natürlich schon im Studium lernen, nämlich fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Theorien, sie lernen aber auch Unterricht zu generieren und durchzuführen. Und das, was sie eigentlich am wenigsten lernen, ist den Unterricht selber auch forschungsorientiert zu reflektieren. Und insofern eine Strategie des forschenden Studierens einzunehmen. Das Teilprojekt INFAS bearbeitet 2 Schnittstellen ganz zentral. Das ist einmal die Schnittstelle zwischen den Institutionen, Universität und Landesinstitut für Schule. Phasenübergreifendes Curriculum geht natürlich davon aus, dass beide Elemente sich aufeinander beziehen. Und diese traditionelle Schnittstelle, dass Universität ja angeblich nichts mit Referendariat und der weiteren Ausbildung zu tun hat, in den Blick zu nehmen und genau das zu bearbeiten. Und natürlich ist es immer auch Gegenstand von Lehrerinnenausbildung, die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis zu bearbeiten. Und ganz konkret machen wir das in INFAS, indem wir Herausforderungen aus der schulischen Praxis in unsere Projekte integrieren und sie für die Fächer Biologie, Politik und Englisch ausbuchstabieren und anhand dieser Beispiele phasenübergreifende Curricula entwickeln. Wir sind aus dem Teilprojekt E-Portfolio und wir haben das kleine Wörtchen Peer entwickelt, was so viel bedeutet wie Portfolio individuell elektronisch reflektiert. Da ist das Wort Reflexion ja schon drin. Und Reflexion ist deshalb für uns so bedeutsam, weil unsere Lehramtsstudierenden oder auch eben später als Lehrkräfte fortwährend interagieren müssen mit Schülerinnen und Schülern, natürlich an erster Stelle, aber auch mit Eltern, mit Kollegen und Kolleginnen. Und dort bilden sie natürlich bestimmte Routinen und Verhaltensweisen aus, die aber immer wieder Gegenstand von Reflexion sein müssen, wenn sie nicht erstarren sollen. Ja, ein E-Portfolio ist erstmal ein elektronisches Portfolio, und Portfolio ist klassisch in Sammelmappen, und wenn wir die elektronisch bereitstellen, dann kann ich digitale Artefakte online speichern und die dort beliebig zusammenstellen. Bei einem klassischen Portfolio, da habe ich eine Mappe, die ich dann physisch herumtragen muss, und jetzt kann ich bei einem E-Portfolio mir aus meinen ganzen Artefakten, die ich dort habe, Portfolios zusammenstellen, die ich dann auch verschiedenen Personen auch parallel zur Verfügung stellen kann. Unser Teilprojekt verknüpft unterschiedliche Perspektiven, und zwar deshalb, weil wir sowohl die fachdidaktischen Perspektiven drin haben, als auch die erziehungswissenschaftlichen. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Anliegen dieses Teilprojektes, dass es uns gelingt, für die Studierenden auch zunächst mal das Studium kohärent zu machen, also als Ganzes zu empfinden. Und dadurch, dass wir diese Perspektiven in den Aufgaben auch schon verknüpfen, tatsächlich im E-Portfolio selbst, soll es den Studierenden gelingen, auch wenn sie in der Praxis sind, eben mehr perspektivisch auf den Gegenstand zu gucken und nicht immer nur zu sagen, ach so, das ist die fachdidaktische Sicht, der spielt EW keine Rolle, sondern tatsächlich immer alles mitzudenken. Also das Projekt ist das Studienpraxisprojekt als Teilprojekt der qualitätsoffensive Lehrerbildung. In den Studienpraxisprojekten geht es im Kern darum, dass Studierende gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern von Schulen in Bremen, aller Schularten, Grundschule, Oberschulen und auch Gymnasien, gemeinsam an Themen und Aufgaben der Schul- und Unterrichtsentwicklung arbeiten. Mit dem Teilprojekt 3 und den Studienpraxisprojekten nehmen wir insbesondere die Verbindung von Uni und Praxis in den Blick. Es ist ja so, dass Studierende durchaus in Praktika auch in Schulen sind, vorher schon in ihrem Studium, aber mit den Studienpraxisprojekten tatsächlich nochmal in einer anderen Rolle und mit einer Entwicklungsaufgabe in die Schule gehen und sich damit nochmal in einer anderen Form an dieser Schnittstelle zwischen Schule und Universität und Praxis und Theorie erproben können.
sodass eben Uniwissen wirklich auch angewendet werden kann von den Studierenden in einem engen Kontakt mit Lehrkräften vor Ort, die wiederum die Praxisexpertise in die Studienpraxisprojekte einbringen. Und diese Themen werden eingebracht von den Schulen und den Lehrkräften dort selbst. Unsere Schule hat im Prinzip davon, dass wir unseren Unterricht weiterentwickeln. Das ist ja sozusagen ein Teil von Schulentwicklung. Und wir sind konkret daran, den GUP-Unterricht, also Gesellschaft- und Politikunterricht, noch inklusiver zu gestalten, also wirklich für eine heterogene Schülerschaft optimal zu gestalten. Und da ist es für mich ganz hilfreich, dass drei Studierende in dem Projekt mich unterstützen, meinen Unterricht zu entwickeln und sozusagen gemeinsam den Unterricht zu planen, gemeinsam auch durchzuführen und zu reflektieren und anschließend auch zu gucken, was kann man noch verbessern, um alle Schüler und Schülerinnen mit ins Boot zu holen. Ja, die Schnittstellen sind das, was Natascha eben auch schon gesagt hat. Also die Schnittstelle zwischen dem Studium an der Uni und den Lehrveranstaltungen dort und was man dort an Konzepten, an Theorien und an Arrangements kennenlernt, wie es in der Praxis umgestaltet werden kann, wie es auf Praxis bezogen werden kann, wie es in eine Kommunikation mit erfahrenen Lehrkräften eingebracht werden kann. Eine weitere Schnittstelle, denke ich, die noch eine Rolle spielt und die wir vielleicht in der ursprünglichen Planung gar nicht so vorgesehen haben, aber eine weitere Schnittstelle ist zwischen den verschiedenen Lehramtsstudiengängen. Also zum einen innerhalb des SBP-Begleitseminars, wo die Studierenden eben aus dem Lehramt zur Gymnasium-Oberschule und aus dem Lehramt Grundschule und inklusive Pädagogik zusammenkommen und sich auch gegenseitig beraten und damit sowohl nochmal Einblick als auch unterschiedliche Perspektiven bekommen in das jeweils andere Lehramtsstudium. Und inzwischen haben wir auch ein SBP, wo tatsächlich Studierende aus unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen zusammenarbeiten, nämlich zum inklusiven Geschichtsunterricht in der Oberschule und da tatsächlich eine multiprofessionelle Teamarbeit auch schon für die Studierenden stattfindet. Also das Teilprojekt heißt Spotlights. Spotlights meint, dass wir Schlaglichter werfen auf Lehre in der Lehrerbildung. Und diese Lehre in der Lehrerbildung hat verschiedene Bereiche, fachwissenschaftliche Lehre, fachdidaktische Lehre und erziehungswissenschaftliche Lehre. Und die Schlaglichter befassen sich mit der fachwissenschaftlichen und der fachdidaktischen Lehre. Unsere Erfahrungen mit Studierenden und auch Forschungsergebnisse zeigen, dass Studierende ihr Studium als äußerst fragmentiert erleben. Das heißt, sie können die Bestandteile des Studiums nicht gut miteinander in Beziehung setzen, sondern schließen sie als Bestandteile einzeln ab. Um dieser Fragmentierung zu begegnen, haben wir uns in diesem Projekt vorgenommen, Fachwissenschaft und Fachdidaktik miteinander in Beziehung zu setzen, also diese miteinander zu verbinden. Dazu gibt es zwei Modellprojekte, ein Projekt in der Mathematik, das andere Projekt im Englischen oder genauer zur Linguistik. Beide Projekte realisieren diese Überbrückung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik oder diese Verbindung dadurch, dass sie nach der Lehre in Fachwissenschaft und Fachdidaktik eine Praxisphase etablieren, in der Bestandteile aus beiden Inhaltsbereichen und beiden Veranstaltungen miteinander verbunden realisiert werden müssen, um mit Schülerinnen und Schülern diese Inhalte auf Schulniveau zu behandeln und auszuarbeiten. Also für die Linguistik bedeutet das, dass sie die Varietäten des Englischen behandeln in der Schule. Für die Mathematik ist es so, dass Funktionentheorie eine Lehrveranstaltung ist. Das Designprinzip, das wir über die zweieinhalb Jahre entwickelt haben, heißt Boundary Crossing by Designing. Mit dem Projekt STEPS, Strukturentwicklung in der Berufsschullehrerbildung, konnte ein fünftes Teilprojekt für die qualitätsoffensive Lehrerbildung an der Universität Bremen eingeworben werden. Die Hochschullehrerbildung in Bremen hat schon eine lange Tradition. Schon in den 1980er und 90er Jahren haben wir einen Aufbaustudiengang für in der Regel Diplom-Ingenieure von Fachhochschulen angeboten. Mittlerweile ist das ein grundständiges Studienangebot, das heißt über einen Bachelor of Science in der Mechatronik kann bei uns der Master of Education Lehramt an berufsbildenden Schulen für die Technik und mittlerweile auch für die Pflege erworben werden. Trotz dieser langen Tradition an der Universität Bremen verlief die Lehrerbildung in den berufsbildenden und in den allgemeinbildenden Fächern bislang weitgehend unvermittelt. Da sehen wir eine große Chance von STEPS, weil wir jetzt in der Lage sind, über die qualitätsoffensive Lehrerbildung voneinander zu lernen. Die Berufsschullehrerbildung zeigt eine Besonderheit. Unsere angehenden Lehrkräfte
müssen auf zwei Welten vorbereitet werden. Das ist auf der einen Seite die Schulpraxis, das Unterrichten an einer berufsbildenden Schule. Auf der anderen Seite müssen Sie sich aber auch mit beruflicher Facharbeit auskennen. Das ist etwas, was die Berufsbildung deutlich von der Allgemeinbildung unterscheidet. Das übergeordnete Ziel von STEPS ist, dass wir einen Beitrag zum Bremer Berufsbildungsdialog leisten wollen. In der Berufsbildung tummeln sich relativ viele Akteure. Das sind nicht nur wir an der Universität mit der Erstausbildung von Berufsschullehrkräften, das sind natürlich die Betriebe und die Unternehmen, die Facharbeiter ausbilden. Das ist die Behörde, das ist das Landesinstitut für Schule mit der zweiten Phase der Lehrerausbildung. Das sind natürlich auch Kammern, das sind Gewerkschaften. Im Projekt STEPS stellen sich für uns 5 Arbeitspakete. Wichtiges Strukturelement ist die phasenübergreifende Kooperation. Dementsprechend geht es in Arbeitspaket 1 darum, die 3 Phasen der Berufsschullehrerbildung, Studium, Referendariat und Fortbildung noch stärker miteinander zu verzahnen. Wir etablieren eine Sozietät, in der Vertreterinnen und Vertreter der Universität, des Landesinstituts für Schule, der Behörde und der berufsbildenden Schulen zusammenwirken. Mit den bereits erwähnten 2 Welten, auf die wir unsere Berufsschullehrkräfte vorbereiten wollen, beschäftigen sich 2 Arbeitspakete. Arbeitspaket 2 dreht sich um das Praxisfeld Betrieb. Mit den von uns entwickelten Handreichungen und Materialien können unsere Studierenden betriebliche Arbeitsprozesse analysieren und in ihrer Lernhaltigkeit für ihre Schülerinnen und Schüler beschreiben. Auf dieser Basis lässt sich Unterricht, wir sprechen in der Berufsbildung von prozessorientiertem, kompetenzfördernden Lernfeldunterricht gestalten. Wie das genau funktioniert und wie sich neben solchen beruflichen auch allgemeine Themen wie Physik oder Englisch integrieren lassen, ist Gegenstand von Arbeitspaket 3. Eine Herausforderung, die sich an berufsbildenden Schulen zunehmend stellt, ist der differenzsensible Umgang mit heterogenen Lerngruppen. In der Allgemeinbildung gibt es hier schon wichtige Forschungsergebnisse und Erkenntnisse. Wir haben uns in Arbeitspaket 4 vorgenommen, daran anknüpfend Ansätze zu entwickeln, die auf die speziellen Bedingungen der Berufsbildung angepasst sind. In Arbeitspaket 5 haben wir bereits eine Befragung von Berufsschullehrkräften nach ihrem Fortbildungsbedarf durchgeführt. Auf Basis der Ergebnisse der anderen Arbeitspakete haben wir ein entsprechendes Fortbildungsprogramm konzipiert. Dieses Fortbildungsprogramm wird zunächst in der Fachrichtung Pflege erprobt und anschließend dann auch auf die gewerblichen beruflichen Fachrichtungen übertragen. Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz für Lehrkräfte sollte über alle Phasen der Berufsschullehrerbildung gefördert werden. In einer Querschnittsaufgabe beschäftigen wir uns mit den Potenzialen digitaler Medien für einen guten, effektiven und abwechslungsreichen Unterricht. Aktuell konnten wir uns bereits auf ein digital gestütztes Unterrichtskonzept mit dem Landesinstitut für Schule und den berufsbildenden Schulen verständigen. Konzepte für Arbeitsprozessanalysen, für fächerintegrierenden Lernfeldunterricht und für den Umgang mit Diversität liegen jetzt ungefähr nach der Hälfte der Projektlaufzeit vor. Auch konnten schon erste Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt werden. Also Nachwuchsförderung oder wissenschaftliche Nachwuchsförderung ist für die Universität Bremen wie für alle anderen Universitäten von herausragender Bedeutung, denn auf diese Art und Weise fördern wir ja junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Hochschulkarriere, aber eben nicht nur für die Hochschulkarriere. Und ich glaube, da hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren auch einiges verändert, das eben deutlich geworden ist. Wir brauchen Nachwuchswissenschaftlerinnen innerhalb der akademischen Disziplinen, aber eben auch für den ganz klassischen Arbeitsmarkt. Die Lehrerbildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Universität und auch für das Land immens wichtig. Wir sind die einzige lehrerbildende Universität in diesem Bundesland. In den letzten 10 Jahren ist auch deutlich geworden, dass Lehrerbildung insgesamt akademischer wird. Das gilt schon in Bachelor- und Master-Studiengängen mit stärkerer Forschungsorientierung, auch empirischen Arbeiten, die geschrieben werden. Und da ist es naheliegend, eben auch das zu erweitern in die 3. Phase, in eine Promotion. Die Besonderheit in Bremen ist, mit der dualen Promotion eben Theorieanteile und Praxisanteile eng miteinander zu verknüpfen. Auch das, würde man sagen, liegt doch nahe, wenn man über die Lehrerbildung nachdenkt, aber so selbstverständlich ist das nicht. Und die erste Kohorte, die wir gefördert bekommen haben, hat eben gezeigt, wie gut dieses Modell auch angenommen wird, auch im Bremer Schulsystem, in der Wissenschaft, auch unter den Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe mich für das Qualifizierungsprogramm entschieden, weil ich eben diese Zweigleisigkeit angestrebt habe. Also ich wollte weder die Uni hinter mir lassen, noch die Schule hinter mir lassen. Ich wollte mich aber auch nicht für eine Promotion entscheiden und dann eventuell viele Jahre später noch ein Referendariat absolvieren müssen. Ich wollte gerne meine Ausbildung abschließen und mich eben nicht für das eine oder das andere entscheiden müssen. Ich denke, berufliche Entwicklungen sind da viele abzusehen. Einerseits habe ich die Möglichkeit, an der Uni später zu arbeiten, wenn ich das möchte. Ich habe die Möglichkeit, an der Schule zu arbeiten, wenn ich das möchte. Allein diese Zweigleisigkeit ist mir sehr wichtig. Ich kann aber natürlich auch in der Schulentwicklung eventuell viel stärker mitarbeiten, vielleicht auch meine leitende Position einnehmen oder umgekehrt an der Universität mich besser für Positionen qualifizieren, die eben diesen Praxisanteil benötigen. Und insofern ist umso erfreulicher, dass es eine zweite Phase gibt, in dem eine zweite Kohorte diese Wirkung innerhalb der Universität, aber eben auch in das Bremer Schulsystem hinein ausüben kann. Und das ist eigentlich Transfer, wie man ihn schöner nicht haben kann. Wir haben nach einer Projektlaufzeit von 2 Jahren versucht, die Ergebnisse in den Bremer Teilprojekten, die sehr reichhaltig, sehr divers sind, einmal gemeinsam darzulegen. Dafür haben wir eine sehr gute Plattform genutzt, die die Universität Bremen bietet, nämlich die Resonanz. Und das ist ein umfangreiches, sehr informatives und für uns alle auch immer wieder lohnenswertes Heft geworden. Für uns als Universität ist natürlich sehr wichtig, dass es uns gelungen ist, auch die zweite Förderphase erfolgreich einzuwerben. Das zeigt, dass wir in der ersten Phase sehr erfolgreich gearbeitet haben, dass wir das nicht nur intern so beurteilen, sondern dass eben auch die Gutachterinnen und Gutachter, die den Antrag für die zweite Phase vor sich hatten, das genauso sehen, wie erfolgreich dieses Projekt ist. Wir werden in den nächsten Jahren BOOC, also Blended Open Online Courses, weiter ausbauen, indem wir noch weitere Methoden zwischen qualitativer Methodik und quantitativer Methodik hineinbringen, damit auch mit anderen Bereichen der Universität, wo ähnliche Projekte im Moment auch entwickelt werden, vor allem im quantifizierenden Bereich, dieses zu integrieren und hiermit eben auch methodisch immer weiter zu wachsen, dann eben auch Experten noch mehr einzubinden, die für einzelne Forschungsmethoden national und international entstehen. Das haben wir schon angefangen, mit ihnen Videos zu machen, die dann interaktiv auch aufbereitet werden. Genauso wie wir in den Bereich der E-Science, das bedeutet tatsächlich Instrumente digitaler Art zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel Bilder, Texte, Videos analysieren zu können. In diesem Bereich werden wir auch noch ausbauen. Ja, wir wollen das E-Portfolio noch in weitere Bereiche des Studiums, im Grunde über das gesamte Studium führen lassen. Und die Fachdidaktiken, die wir schon gut integriert haben, da gibt es neue Fächer, die auch noch mit hinzukommen. Wir haben vor, dass die Studierenden ihre Portfolios mit in die zweite Phase der Lehrerausbildung mitnehmen können, sozusagen als Möglichkeit eines Bewerbungsportfolios, aber auch um Arbeiten, die sie hier im Studium gemacht haben, zum Beispiel die Unterrichtsentwürfe in ihr Referendariat mit hineinnehmen können und es dort für sie dadurch im Studium auch wertvoller wird, weil sie dann Dinge produzieren, wo sie sagen, das kann ich später dann auch in der Praxis vielleicht dann auch nochmal aufnehmen. Und wir werden bezüglich der Medienkompetenzförderung von unseren Studierenden das Portfolio zusätzlich einsetzen, um ein Medienkompetenzportfolio dort umzusetzen. Also mit der Weiterentwicklung der Studienpraxisprojekte wollen wir insbesondere auf weitere Vernetzung und Verzahnung gehen. Das gilt erstmal einmal innerhalb der Universität und zwischen den verschiedenen Teilprojekten der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, dass man da sich enger verzahnt und zusammenarbeitet. Und zum anderen aber auch eine Verzahnung innerhalb der einzelnen Studienpraxisprojekte. Das heißt, dass dort Dozierende und Lehrkräfte und Studierende wirklich als Dreierteam noch mal enger zusammenrücken und gemeinsam an den Problemen arbeiten können. Und nicht zuletzt eine Verzahnung oder Vernetzung zwischen den Schulen, die an den Studienpraxisprojekten beteiligt sind. Da ist geplant, Themenlinien zu beginnen, wo Schulen, die in einem ähnlichen Themenfeld wie etwa Inklusion, inklusive Fachdidaktik, verschiedene Studienpraxisprojekte haben, wirklich nochmal die Schulen miteinander in Austausch zu bringen, damit die da voneinander profitieren können, von den konkreten Impulsen, aber auch vom grundsätzlichen Nachdenken über diese Themenfelder. In der zweiten Laufphase des Projektes soll der Transfer noch auf ganz besondere Weise gestärkt werden. Die Erfahrungen, die bisher gesammelt worden sind in den 2 Fächern Mathematik und Englisch, sollen jetzt auch in ein drittes Fach hineingezogen werden,
aus dem Bereich Gesellschaft, Wissenschaft und Politik und dort sozusagen auch verankert werden. Die stärkere Verzahnung mit den anderen Teilprojekten soll in der zweiten Phase nochmal besonders in den Blick genommen werden. Da sind auch Instrumente wie das E-Portfolio zum Beispiel eine Gelegenheit, um das vertiefen zu können. In der zweiten Projekthälfte wird es schwerpunktmäßig darum gehen, die entwickelten Konzepte jetzt in den verschiedenen Phasen, Studium, Referendariat und Fortbildung zu erproben und weiterzuentwickeln. Durch die enge organisatorische und inhaltliche Abstimmung aller Beteiligten soll eine Berufsschullehrerbildung aus einem Guss entstehen. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir eben das weiterentwickeln können, weiter ausdifferenzieren können, was wir mit diesem Projekt der Qualitätsoffensive Lehrerbildung hier an der Universität machen.